Das ist die Installation der Ausstellung Matthias, die über den Matthias handelt, aber auch für den Matthias entstanden ist. Also Matthias bezieht sich auf den Matthias Eder, der eine prominente Dresdner Figur, Dresdner Tänzer aus dem salzburgischen Pinzgau war und in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts geboren ist und bis in die Nachkriegszeit gelebt hat. Und währenddessen war er sehr aktiver Perchtentänzer und eben, ich bin auf ihn gestoßen, durch einen Zufall eigentlich, weil durch eine CD-ROM-Publikation über Winterbräuche, wo ganz ein kleiner Mini-Ausschnitt aus seinen Tänzen gezeigt worden ist von 8 oder 16 mm Film. Und das hat mich über die Jahre immer wieder begleitet. Ich habe den Film immer wieder angeschaut und dieses Mal war der richtige Zeitpunkt, da in die Tiefe zu gehen und habe dann herausgefunden, dass eben der Matthias Eder zum Beispiel, dass es da schon frühere Aufzeichnungen gibt in Form von Fotografien, nämlich aus dem Jahr 1898 ist Matthias Eder und viele seiner Kollegenschaft, die Dresdner zusammen nach Wien gefahren zum 50-jährigen Jubiläum des Kaiser Franz Josef. Und da gibt es eben eine Fotoaufnahme von den sogenannten Vorpärchten von verschiedenen Dresdner Gruppen und Nebenfiguren, also Hans Wurst und Darstellungen von verkrüppelten Menschen und von diversen anderen Nebenfiguren. Das Foto ist eben in vorm Schloss Mirabell, also gestellte Szene, aufgenommen worden, bevor sie nach Wien gefahren sind. Das ist das Dokument, das ist in der Ausstellung zu sehen. Das ist eine Leihgabe vom Österreichischen Museum für Volkskunde. Dann geht eben gleich der Bogen weiter in die 40er Jahre des 20. Jahrhunderts, wo Matthias Eder schon gar nicht mehr aktiv als Dresdner Tänzer getanzt hat. Also den Brauch gar nicht mehr ausgeführt hat, aber irgendwie ist die Wissenschaft auf ihn gestoßen und es gibt eben sowohl Audioaufnahmen im Wiener Phonogrammarchiv, gibt es 5 Aufnahmen, wo er die Tänze tanzt und kommentiert und erklärt und auch ohne Kommentar. Da gibt es 5 verschiedene Aufnahmen, zum Teil auch in Begleitung mit Klarinette. Und diese Phonogrammarchivaufnahmen sind gleichzeitig entstanden wie die Filmaufnahme. Um das Video sich anzuschauen, sollte man eben auf die Bühne treten. In diesem Video habe ich auch neue Szenen gedreht, also ich habe mich selber als Figur reingesetzt zu den historischen Filmaufnahmen. Und tanze mit ihm und lass mich von ihm wegschubsen oder durch die Schrittfolgen oder er tretet mich oder ich versuche ihn ein bisschen anzumachen auch. Also es gibt so einen Dialog von mir und ihm im Video. Und aus den historischen Audioaufnahmen vom Phonogrammarchiv ist auch eine neue Arbeit entstanden in Zusammenarbeit mit Jerry Sunkist und das M, die beide Tracks Remixes sind aus dem Wiener Phonogrammarchiv und hier auf diesem DJ-Möbel präsentiert werden. Es gibt eben auch 2 Veranstaltungen in der Ausstellung, unter anderem einmal den Single-Salon. Da wird eben diese Single in einer Auflage von 300 Stück präsentiert und im Eigenverlag auch rausgebracht. Auch in zusammen mit einem Posterbag, wo dann Installation Views drauf sind und ein Text über die Ausstellung. Die Besucherinnen sind dazu eingeladen, sich selber eine Platte aufzulegen und die Remixe anzuhören, während sie das Video anschauen. Der Besucher, die Besucherin soll wirklich auch selber aktiv werden und sich das Werk anschauen. In den Objektrahmen werden eben auch noch, wie gesagt, die Leihgabe des Volkskundemuseums präsentiert.
zu den Phonogramm- und Archivaufnahmen und zu den Filmaufnahmen ist auch ein Protokoll entstanden, das in Buchform existiert. Das ist auch in der Ausstellung. Mir war eben dabei auch sehr wichtig, diesen analogen Charakter, was eine 8- oder 16mm Kamera Filmaufnahme ausstrahlt, jetzt auch nochmal in die Jetztzeit zu übersetzen und in die Clubkultur zu bringen, eben in Verbindung mit diesem Vinyl, also auch diesen haptischen Charakter.